Muss der Onkel der Eheschließung, der Verlobung zustimmen oder ist das nur Kultur? Das ist nur Kultur, weil wer ist derjenige, der zustimmt? Der Vater der Braut, nicht der Onkel, der Vater der Braut. Der Onkel väterlicherseits kann ein Wali sein, wenn es der Vater nicht ist. Aber er muss nicht an erster Stelle zustimmen, sondern der Vater der Braut. Er ist der erste Wali und der höchste Wali. Wallahu a'lam. Selbst wenn die Awliya zum Beispiel, Mehrzahl von Wali, sich streiten, ja, der eine sagt ja, der andere sagt nein, zu wem kehrt man zurück? In der Regel zum Vater. Zu ihm kehrt man zurück. Also seine Stimme wiegt schwerer als die Stimme zum Beispiel von ihrem Bruder. Wenn der Bruder zum Beispiel sagt, nein, ich verheirate sie nicht. Der Vater aber sagt ja, dann nehmen wir die Aussage des Vaters. Und genauso anders. Wallahu a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.